Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ob wir den Plan gut oder schlecht finden, Plan klang eigentlich ganz okay, deswegen... Klingt nicht übel, aber nach viel Arbeit für zwei. Das ist mir völlig klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Mhm. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Worum geht es bei dem Dezimieren der Patrouille? Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, barer Münze oder deinen Fäusten. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kedwin, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sidarys, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Ich glaube, ich nehme den im Käfig. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo. Eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Ochsenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seiltanz. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder.
Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Darauf freue ich mich schon. Ich meine, das mit der Hochzeit war schon cool mit Vlodomir, war eigentlich schon eine richtig geile Quest wieder, aber das klingt auch super geil. Schauen wir mal. Halt! Wenn wir einmal hier unten sind, würde ich sagen, durchsuchen wir. Wieso kann ich auch Fackel wechseln? Hallo? Durchsuchen wir auf jeden Fall. Das Gebiet, nicht, dass hier irgendwo Vitriol rumliegt, das würde ich mir ja niemals verzeihen, wenn ich vergessen würde, das mitzunehmen. Sonst klaue ich mal nichts. Sei denn, wir finden was total mega geiles. Kästchen. Muss ich jetzt wieder hochklettern oder was? Eine komplette Rüstung. Das hat wahrscheinlich der Typ an, Neumondrüstung. Schwarzes Einhorn. Musste ich mitnehmen, hat man noch nicht. Okay. Schade. Auch hier kein Vitriol. Aber ich werde natürlich nochmal den Kollege da oben fragen. Ah, das ist doch der Typ, von dem der Lehrling aufgefressen wurde, von den Hallo. Kannibalen, oder? Wenn mich nicht irre. Kein Vitriol, schade. Bis dann. Mal gucken, was wir jetzt als erstes machen. Ich glaube mal, dass wir den Trank einfach so brauen können, wenn wir schon alle Zutaten haben. Was für Alchemie nochmal? Ey. Quest Kräuterabsude. Reinigungsmixtur. Na, ist es auch nicht, oder? Okay. Wir müssen uns wohl doch mal die ganzen Sachen durchlesen. Geh zum Söldnerlager und sprich mit Quinto. Bereit eine abführende Mixtur zu, die reganischen Soldaten schwächt. So, was muss ich das machen? Bereite eine abführende Mixtur zu, die die Soldaten schwächt. Scheiße. So, normalerweise müsste das bei Quests dabei sein. Kräuterabsude wird verwendet, um die Mutation von dem normalen menschlichen Körper zu einem Hexerkörper wird. Das kann's ja nicht sein. Objekt zum Abschließen einer Quest. Reinigungsmixtur. Was ist denn das? Abführende. Ach, das ist es wahrscheinlich. Oder? Nutzt dein Hexer, um die ritualischen Daten zu belauschen und um zu erfahren, wo sich ihr Koch befindet. Okay, oh, jetzt gibt's ja echt so viele Sachen. Gib dies zum Haus, in dem sich Hugo Horst versteckt. Überrede Evelyn Gallo. Novigrad. Überrede Evelyn. Okay, also gehen wir dahin zuerst. Was ja echt viel, was wir machen müssen, aber wenn wir diese Vorbereitung halt abgeschlossen haben, dann wird halt, denke ich, der Rest vom Quest nicht ganz so lang gehen. Bei dem Quest von Vlodomir auf der Hochzeit, das war dann auch relativ lang gezogen, sage ich mal. Ich bin echt gespannt, ob wir da nochmal ein bisschen mehr mit Shani machen können. Verstehe nicht, warum der mir Punkte zu dem anderen Questort zeigt, wenn der hier viel näher ist. Schon? Dann geben wir ihnen das Geld zurück. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor.
Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich würde gerne allein mit dir reden. Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Sieht aber der Vater sein könnte, nicht der Mann. Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Lass mich raten, ein Monster dran glauben, bin ganz ohr. Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Gerne. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blathana und Bindegarn. Wow, Sahne! Was? Aber ich... Psst, Geralt! Armbrust schnappen, ran an den Speck! Hey, worauf wartest du? Schieß! Schieße mit Armbrust. Schießt du, oder was? Götter, schieß dem reinigen Eichhorn voll in die Tür! Sag mir, wenn's vorbei ist. Schieß dem reinigen... Wo hat er denn noch einen Apfel? Achso. Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Weißt du, ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarbenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Okay, das ging einfach und schnell. Jetzt den Typ noch aus der... Geh zum Söldnerlager und sprichst mit Quinto. Rede Kasimir, am Raubzug teilzunehmen. Ich glaube, ich befreie lieber den Typ, oder?
Ja, ich befreie den aus dem Käfig. Der andere hat seine Familie und ich weiß nicht, was passiert, ob irgendwas schief gehen könnte oder so. Aus diesem Grunde, ich gehe mal davon aus, dass der, den wir jetzt befreien, dass der halt auch so eine Art Gentleman-Verbrecher ist und jetzt nicht wirklich tragisch ist oder schlimm ist, dass wir ihn jetzt quasi wieder befreien. Und ich mag einfach Ganoven mit, wie sagt man? Nee, Quatsch, Bösewichte mit Ganoven-Ehre, so genau. Und von daher unterstütze ich das gern, holt den Typ jetzt aus seinem Käfig raus, der hilft uns und der andere, der aus dem Verbrecherdasein quasi ausgebrochen ist, eine Familie hat, Kinder hat, das ist, ich will ja auch nicht, vielleicht passiert doch irgendwas, ich weiß ja nicht, wie das Spiel weitergeht, vielleicht passiert doch irgendwas. Oh krass, keine Raubritter, oder? Bandit, ein klassischer Bandit, Level 7. Ach, das tut mir echt leid, ihr seid nur Level 7, aber es ist so schön, mal wieder Banditen platt zu machen und keine Raubritter. Genau, aber ja, den Zwerg, der jetzt damit abgeschlossen hat, der seine Familie hat, seine Kinder hat. Wer weiß, was passiert, ich lasse ihn lieber in seinem Leben, das er jetzt hat, als dass ich ihn da rausreiße und ihn sinnlos irgendwelche Gefahren aussetze. Das habe ich alles genommen, ich bin auch blöd. Sehr geil, ein kleines Banditenlager. Die haben nicht mal eine Truhe, die haben gar nichts. Oh Gott. Egal. Speichern. Hä? Ist hier nicht irgendwo. Ich glaube nicht, dass du weißt, was du tust. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg, klar? Du drohst mir, um Geld zu sparen und schmiedest Ränke mit meinem Gefangenen? Schluss damit! Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat sein paar Bankiers besorgt, die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Zideris so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die belohnen. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Lass mich ich raten. Sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund, hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Richtig. Ich soll ihn gehen lassen? Bezahl. Zum Spezialtarif. Du hast mich geplündert. Jetzt bin ich dran. Ich hätte auf 200... Auf 200 geschätzt. Mal gucken, was mit Quint ist. Rauskaufen? Das ist doch für Langweiler. Warum spielen wir nicht um Quintos Freiheit? Warum nicht? Wenn du verlierst, kostet sein Kopf aber das Doppelte. Abgemacht? Zum Teufel. Von mir aus. Ich drücke die Daumen. Dann holen wir ihn mal kostenlos, würde ich sagen. Aber der hat wahrscheinlich auch ein gutes Deck. Aber egal. Au, jetzt hat mich gestoßen. Aua. Eieiei. Bomba. Okay, Finde verbrennt, strömender Regen. Ich glaube, die hat überhaupt gar keine. Skoyatel hat auch keine Belagerungswaffen, oder? Gutes Wetter, brauchen wir glaube ich auch nicht unbedingt. Bomba. Oh, wieder strömender Regen gezogen. Toll. Naja, hol dir das erstmal. Ich gebe dir sowieso die erste Runde. Bombo. Oh nein, aber ist egal, wir haben ja auch die Finte. Bombo. Okay, das haben wir schon gewonnen. Wir können jetzt so viele Karten ziehen. Das Ding ist durch.
ziehen jetzt unser halbes Deck kaputt. Zehn Karten, ey. Was macht der denn? Der verschwendet das Horn. Oh, wie dumm, ey. Wie dumm. Na komm, hier kriegst du noch ein bisschen Verstärkung. Bomber. Zwei Hörner. Och, der spielt weiter Karten aus. Alter, ist der dumm, ey. Krass. Okay, es wird total easy. Es ist sehr geil. Er wird wahrscheinlich wieder weitere Karten ausspielen, solange bis ich halt abgebe. Eieiei, richtig schlecht. Das ist so lustig, ey. Da hat noch 7 Karten, wir haben jetzt gleich 15. Der Gegner passt, ja, du kannst die Runde haben. Ich könnte sie vielleicht sogar gewinnen, aber das ist mir natürlich das nicht wert. Ich soll ruhig seine Karten verschwenden. Sind wahrscheinlich direkt. Ah, gibt nicht direkt auf, okay. Wir brauchen auch ein paar Einheiten auf jeden Fall im Friedhof. Bisher haben wir ja nur die Fit, glaube ich, drin, oder? Ja. Boah, der ist sowas von tot. Haben sogar noch eine Finte, aber leider bringt die uns jetzt noch nichts. Aber dann in der nächsten Runde können wir uns so einen Heiler oder so einen Wiederbeleber halt auf die Hand geben. Nochmal ausspielen. Na komm, du hast gleich verloren. Oh, mein Gegner passt. Okay, dann spielen wir jetzt noch so eine 10er Einheit aus. Wir haben ja auch noch die Fähigkeit von unserem Kollege hier, fällt mir gerade ein, aber die werden wir gar nicht brauchen, um zu gewinnen. Hat noch 2 Karten, was kann das schon im schlimmsten Fall sein? 2 Zehner oder so? Eine Nuller-Einheit, aber okay, die kann einen wiederbeleben. Oh, ein Spion, aber das kann ich durch Finte natürlich kontern. Aber wir gucken mal, ob es auch so geht. Ich meine, wir haben jetzt immer noch so... Ah, ne, komm. Ich will einfach totziehen. Das macht irgendwie Spaß. Ah, okay. Aber ich nehme natürlich trotzdem den anderen. Oh, Hafka-Unterstützer. Zieh mal noch 2 Karten, während du jetzt immer noch weniger Angriffskraft hast als ich. Oh, 2 Zehner gezogen, sehr gut. Ah, jetzt holt er sich wahrscheinlich noch ein Spion. Genau. Macht aber nichts, das sind die Spione, die uns auch einiges an Angriffskraft geben. Ich habe noch 2 Hörner, ich habe noch Verbrennen. Okay, das Verbrennen bringt mir nichts mehr, aber ich habe noch 2 Hörner. Ich spiele mal ein Horn aus, so spaßeshalber. Na komm. Er zögert es quasi nur hinaus. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder am Verfliegen. Egal, ich spiele noch zu Ende. Oh, Rittersporn. Aber leider sind immer noch alle schwächer als meine Einheiten. Gutes Wetter, ja, wie sinnvoll. Das war's, oder? Er hat keine Karten mehr. Ja. Aber hat ziemlich lange gedauert, dadurch, dass wir halt wirklich viele Karten gezogen haben. Ich passe auf. Rechnen wir's auf. Ich hab gewonnen. Ungeschickt, Hans. Ein Tretogor-Manöver mit solchen Karten? Bring ihn weg, bevor mir der Kragen... Hm. Ja?
Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Das war wohl die richtige Entscheidung, den zu nehmen. Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Sehr schön, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Da müssen wir dann nur noch zum Koch und den überreden, dass er das Essen so ein bisschen, ich will mal sagen, anreichern. Richtig vergiften ist es ja nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.